heute wieder undercover am Start, Freunde. Und zwar in einem NPC. Heute in Sieg, meine Damen und Herren. Und heute gegen meine Freunde André und Kalle. Und zwar sind das die Sucher. Wir haben heute drei Maps, in der ich mich unter den NPCs, unter unserer Community natürlich verstecken muss. Und die Community, zu denen habe ich schon gesagt, die müssen sich verhalten, genau wie ich. Das heißt, es wird extrem schwer für André und Kalle. Und, Freunde, wir haben immer 5 Minuten Zeit zu überleben. Und die Jungs müssen uns in jeder Map 5 Minuten lang suchen und versuchen herauszufinden. Der Verlierer, Jungs, entweder ihr oder ich, müsst ein peinliches Foto auf Instagram hochladen. Nein. Ist mir egal, doch, machen wir. Ich habe keine peinlichen Fotos, ich sehe immer gut aus. Okay, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich würde mal sagen, wir gehen rein in das Hide and Seek, meine Damen und Herren. Okay, Freunde, und dann würde ich mal sagen, wir rein in die Map, oder? Jungs, Lost Place. Lost Place. Abfahrt. Alle rein? Okay, alle rein. So, okay. Ihr habt jetzt 5 Minuten, guck mal, die Zeit ist sogar genau, Freunde, die Zeit ist sogar genau 5 Minuten. Jungs, ihr habt genau 5 Minuten Zeit, um mich herauszufinden. Wenn nicht, ihr wisst, 3000 Millionen Trilliarden Euro an mich. Okay, wenn wir dich finden für uns, 3000 Trilliarden Milliarden. Nee, dann gibt ihr gar nichts. Dann ist okay. Egal. Also dann, so, weißt du, quasi wie jemand, ja, der, ja, halt. So, okay. Ihr könnt auch immer Fragen stellen, ihr könnt mit den NPCs natürlich immer interagieren und ihr müsst halt herausfinden, wer Odoman sein könnte, Freunde. Ja. Wer moved wie Odoman? Wer ist der Odoman, der Wahre? Wir haben hier 16 No-Skins gegen 2 Hunter. Wir sind stark am Start. Okay, aber ich darf jetzt nicht einfach random Leute abknallen. Echt? Du darfst random Leute abknallen. Also könnten wir auch in den 5 Minuten einfach alle töten und hätten auch gewonnen. Ja. Also theoretisch schon, aber praktisch gesehen wäre das halt eine... Okay, Minusstrafe. Wenn ihr einen killt, der nicht Odoman ist. Ein Rebug. Rebug. Okay, wir haben eine Minute rum und noch nichts gemacht bis jetzt. Okay, wild, André. Okay, der hier macht ganze Zeit einfach nur Emotes. Das ist nicht Odoman. War das nicht Odoman? Nein. Das war Odomans Emote. Das war Odoman. So, einer down. Ja, was geht, André? Ich glaube, der andere, der den gleichen Skin hat, ist es nämlich auch nicht, weil der war nämlich ganz am Anfang einfach auf den Baum gesprintet, hat sich da versteckt. Ja, vielleicht verstecke ich mich. Vielleicht bin ich aber auch offensichtlich. Wer weiß. Das sind Mindgames over Mindgames. Ihr könnt natürlich auch Fragen an mich stellen. Denn ihr seht unsere Spitzhacken zwar nicht, aber ihr seht unsere Backblinks. Vielleicht würde ich darauf achten oder vielleicht auch auf die Emotes. Und vielleicht, während ich rede, versuche ich eure Zeit einfach zu verschwenden in der Zeit, wo ihr mich nicht kennt. Okay, und mal Sendepause. André? Ja? Ihr könnt nach dem Geschlecht fragen. Oh. Ja, könnten wir. Das würde viel rausnehmen. Können aber auch fragen, ob Odoman eine Quietsche-Ente als Backbling hat. Oh, es ist eure Frage. Ihr wisst, 2 V-Bucks sonst weg, wenn es falsch ist. Was glaubst du, ist sinnvoll? Also mit Quietsche-Ente gibt es, glaube ich, einen. Wenn es richtig ist, ist er instant raus. Ja, wenn wir männlich und weiblich fragen, können wir die Hälfte weg. Okay, Freunde, wir haben noch für die nächsten Runden noch auf jeden Fall Hex. Ihr habt es vorhin gesehen, wir haben noch Hex. Aber ja, bist du männlich oder weiblich? Ich bin eine junge Dame, Kalle. Ich meinte in Fortnite. da auch. Okay. Ja, ich bin eine... Da werden alle Männers gedownt. Alle Männers gedownt. Die sind hier fleißig am Leute abknallen und schon am dezimieren. Aber Freunde, ihr wisst, wir haben das beste Versteck. Denn wir spielen hier ja natürlich auch Hide and Seek ein bisschen. Ah ja, machen wir das. Oh, 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 ich habe grad jemanden gehört. Machen wir mal die Männers weg, ne? Okay. Da rennt gerade einer weg. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das so smart ist, alle wegzumachen. Das frisst übelst viel Zeit. Ja, ja, sind ja alle jetzt sozusagen. Das ist die Frage. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal gut minimiert. Okay, die holen die Leute wieder, du musst die komplett down machen. Ah. 31er, sagst du? Ah, die Person gefällt mir irgendwie nicht. Mir auch nicht, ich hab sie schon angeschossen. Wieso? So. Hier mit den Wer ist das hier? Soll ich euch noch eins snitchen? Ich sag euch ehrlich. Ich hab eine Idee, André. Ihr habt noch 1,30, ne? Also die Zeit fliegt, Jungs. Wie ein U-Boot-UFO. Aber wir dürfen den Leuten nicht sagen, was sie machen sollen, oder? Doch, könnt ihr. Okay, was hältst du von einem André sagt? Ja, aber schnell, weil ihr habt noch 1 Minute 15 Sekunden. Ich weiß, glaube ich, wer Odoman ist. Wer ist Odoman, André? Der hier. Da läuft noch ein Mann rum, ne? Ja und? Wir müssen ja nicht töten, er ist ja nicht Odoman. Der Odoman hat nichts gemacht, das ist nicht Odoman. Oh, nee, Bugs. Der da meinte ich. Den meintest du gerade. Der hier hinten so. Der mit dem, wie heißt das? Nein, das bin ich nicht. Mit dem Steuerkreuz. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Odoman, erzähl uns mal was von dir. Was wollt ihr noch wissen?
ich sag euch ehrlich, ich bin weiblich und ich habe ein goldenes Backbling. Oh mein Gott, dann weiß ich, wer er ist. Ja, die Münze, ne? Die Münze. Aber er labert vielleicht doch nur. Wer? Vielleicht ist es die Münze. Vielleicht gibt's auch mehrere Münzen. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, um mich herauszufinden. Oh? Capitano down? Er ist aber nicht. Oh, du Mann. Oh mein Gott, 20 Sekunden noch. Fritz, wir müssen es verstecken. Also, ich bin eine Frau mit einer goldenen Münze auf dem Rücken. Ich wusste es und ich weiß auch, wo du bist. Du musst auf diesem Haus drauf. Nein! Ich hab ihn. Oh, ich wollte wegrennen. Da waren mehr Leute. In den Mülleimer, Junge. Nein! Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich will mal sagen, das war die erste Runde. Aber, Friends, es wird schwieriger. Es wird viel, viel schwieriger. Und zwar, Freunde, kommen wir in die zweite Map. Und da darf sich jeder einen Skin machen, wie er will. Let's go. Okay, Freunde, wir gehen mit Mystique-Skin. Backbling würde ich sogar gar keins nehmen. Mystique-Skin, und das heißt, Freunde, wir haben ja auch ein Hack aufgehoben. Das heißt, wir bekommen eine Spitzhacke dazu. Das heißt, wir können unsere Mates killen und deren Skins einfach klauen. Easy peasy. Also, wenn die einen Verdacht auf den Mystique haben, verstecken wir uns einfach ganz easy peasy. Ich habe noch die Münze, aber egal. Mikrofon activated. So, Fritz, müsst du langsam fertig sein. Alle schon mal rein. Alle schon mal rein. Okay, ihr könnt schon mal starten. Ich glaube, alle sind noch nicht drin, aber vielleicht bin ich schon drin. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht genau. Aber auch nicht. Wer weiß es halt. Man weiß es nicht. Ja, okay, ja. Mal hier so ein bisschen gucken, wer so ein bisschen sus für euch ist. Okay, zwei Leute haben denselben Skin. Bei Mystiques, ne? Ja. Okay. Habe ich auch gesehen. Nee, drei sogar, oder? Das ist eine Odemann-Taktik. Denkt ihr? Hä? Ich habe ein Dings-Hit bekommen. Hä? Wie? Hit? Ich wurde gepickaxed. Lol. Ich weiß noch von wem. Von dem mit dem roten Fischkopf, der mit dem Rauchumhang. Der rennt gerade runter. Knall ab, knall ab. Ist das André? Digga. Quar. Weg mit dir. 31er. Quaputze! Ah. So, Freunde. Also, ich bin gut am Start. Ich sag euch Early. Early. Gibt mehrere Mystiques. Mhm. Und ich bin also, das ist eine Odemann-Taktik. Safe. Weil den würde man sich nicht so random auswählen. Odemann hat den Backbling nicht geändert. Nein. Er hat eine goldene Münze. Hab ich nicht. Warum hast du eine Waffe in der Hand? Wahrscheinlich hat er es vergessen. Ja? Ja. Da war gerade ein Fluffy Fluff. Hä? Oder bist du lost? Warum? Lauf lieber. Ich bin nicht lost. Weißt, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Du bist das. Nein! Ich wollte Five Hand Move machen! Auf Map, Junge! Ja. Ich bin auch da! Alle kommen mit der! Rätst mich! Nein, ich hab die vergessen, Digga! Ja. Oh mein Gott! Okay, mein Trick hat nicht funktioniert! Oh mein Gott, Freunde! Und das passiert, wenn's nicht glatt läuft! Oh! Da war so ein richtig geiler Skin, Freunde. Er kam zu mir, ganz kurz, gell? Er sagt so, nimm mich. Ich habe eine Waffe gesehen, weil jemand die wirklich mitgenommen hat. Aber er hat sie aus kulanter Weise, hat er sie draußen gedroppt und dann konnte ich ihn killen, Friends. Schade, Mann. Oh mein Gott. Digga, ist also klar, dass du da eigentlich hier Faxen machst, Digga. Warum hat der eine Waffe in der Hand? Aber hey, wir haben noch eine dritte Map, Jungs. Ich sag euch, normal, ohne Faxen geht dieses Format nicht. Friends, ich würde mal sagen, es steht bis jetzt 2-0. Für die Seeker, aber in der dritten Map, die werden mich safe nicht herausfinden. Deswegen, Freunde, wir gehen rein. Let's go in die dritte Map. Okay, Freunde, ich habe jetzt der Banane gesagt, er soll die Nachthexe nehmen, denn wir haben auf der ganzen Map verteilt die Nachthexe. Deswegen, Freunde, er wird richtig heftig sein. Let's go. So, Freunde, wir starten die Runde. Wir machen jetzt ändern unsere Skins. Die Seeker, bitte einmal euch verspieseln in den Nordpol. So, Freunde, wir machen jetzt den Skin. Ich muss mich ganz kurz üben, dass die Seeker mich nicht hört. Und zwar diese Banane, Freunde. Ich weiß nicht, er ist schon reingegangen. Und zwar haben wir auf dem Nordpol ganz viele Nachthexen. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll den Skin nehmen. Weil die Leute denken, safe, es ist der Skin. Und ich nehme ihn auch. Weil er muss sich mehr sus machen. Also der, wo die Nachthexe nimmt, muss sich richtig sus machen, okay? Aber so richtig komplett sus. Okay, wir nehmen aber ein Backbling, was gar nicht so passt. Wir nehmen hier so Iron Man. Und Spitzhacke haben wir eh nicht, Freunde. Okay, let's go. So, Seeker. Ja? Seid ihr schon bereit? Normal. Ja. Seid ihr schon bereit? Vielleicht bin ich drin, vielleicht bin ich noch nicht drin. Wer weiß. Aber du kommst schon noch rein diese Runde, oder? Ich komme noch rein, ja. Okay. Ich komme auf jeden Fall noch rein. Das Ding ist, diesmal, Jungs, ganz kurz. Diesmal können wir uns auf der Map... haben wir auch Skinboxen. Also wir können uns auch die Skins changen.
Okay. Okay. Und es ist eine wunderschöne Map. By the way, ganz kurz, Kuss und Gruß geht raus an Racix, der mir hier bei der Map geholfen hat zu bauen. Aber die ganzen Maps habe ich gebaut. Er hat die Technik gemacht, von dem Kuss geht raus. Und wenn ihr diese Map spielen wollt, unten ist der Code dazu. Jungs, habt ihr schon einen kleinen Verdacht, wer es sein könnte? Ja. Wer? Ja. Du bist der Skin, der überall rumsteht auch. Ja, wer, yes. Wer obvious, ne? Aha. Wer obvious? Ich beobachte die Skinbox, damit er sich da rein versteckt. Ja. Jo, was war das? Das gehört? So ein Peng, ne? Der Tod ist laut bei mir. Ich bin mal erschrocken. Okay, hä? Nö, ich hab gar nichts gehört. Oh ja, oder? Ja. Du hast natürlich nichts gehört. Ich bin versteckt, Bro. Diesmal mache ich auch Hide and Seek mit euch. Boah. Diesmal? Ja, diesmal. André? Vielleicht bin ich auch gerade neben dir gewesen, André. Ich hab einen Verdacht, was es sein, was das für ein Geräusch war. Eine Waffe. Und ich hab auch einen Verdacht, wer darauf geschossen hat. Der Odemann. Ja, aber ich weiß auch, wer Odemann sein könnte, ne? Pili? Eispili. Oh. Ich weiß nicht, was du meinst, Kalle. Wir brauchen noch 10 Minuten. Oh, okay, dann ist es wohl doch nicht Eispili. Ich würde so gerne Eispili abknallen. Ja, Bro, ich hab verloren. Ja, komm, bitte mich. Labert man, wenn er so redet. Es war auch nicht Odemann. Ich bin ein Versteckter. Odemann hat irgendwo einen Eingang, wo er chillen kann oder so. Ja, bist du dir sicher? Ja, oh mein Gott, wir hacken in Wir hacken in NPCs. Wir sind ein NPCs. Wir müssen nur den Eingang finden, oder er hat eine Fernbedienung. Das ist jetzt die Frage, wer ist halt Odemann so? Weil, wisst ihr, wie ich meine? Es ist eine gute Frage, es ist eine schlechte Frage. Bis jetzt wurde noch keiner gekillt, oder? Gekillt. Und zwei Minuten sind schon abgelaufen. Ne, eine Minute ist schon abgelaufen. Also haben wir noch gute Chancen, Friends. Wir haben Fragen, oder? Was? Wir haben Fragen, oder? Ihr habt Fragen. Okay, ich mach die ultimative Frage. Ja, okay. Odemann. Ja. Bist du überhaupt in der Map? Ich bin überhaupt in der Map, ja. Ich bin echt drin. Wirklich. Ich habe eine andere Frage. Ja. Bist du über den Dächern aktuell oder unterhalb der Dächer? Ich bin... Oh Gott, ich bin... Schwer, Bro. Das ist eine dumme Frage. Überhalb den Dächern oder unterhalb? Ich bin unterhalb den Dächern? Ich weiß es. Warum? Weil du gerade vom Dach runtergesprungen bist, du 31er. Schieß gar nicht! Du kriegst dich niemals! Er ist dieses Mädchen mit dem Kronen. Schieß doch, schieß doch! Ich bin's nicht. Ich, ja, weggerannt. Ich bin die Banane gewesen. Banane hier. Okay, oder Mann? Schieß doch. Virus, Digga. Virus, du Opferkuss. Dann kommen wir zur Skinbox. Virus, hör auf! Ich komm zur Skinbox. Da? Ich bin in der Skinbox drin. Oder soll ich rauskommen? Ich weiß, wer Odemann ist. Wer ist Odemann? Der gerade angeschossen wurde. Nein, das kann nicht sein. Versteckt, Digga. Ja, ja. Ich bin versteckt, Jungs. Keiner findet mich. Ich sag euch, ihr habt nur noch 2 Minuten 30, um mich zu finden. Ihr habt noch Fragen, Jungs. Ihr stellt keine Fragen, also... Sind deine Haare grau, Odemann? Nein. Hast du deinen Skin gerade gewechselt? Nein. Also war ja auch nicht bei der Skinbox. Boom. Boom! Das heißt, ich weiß, wer Odemann sein könnte. Warum? Wer denn? Diese eine, die wir gerade schon gejagt haben, die weggelaufen ist von mir. Mit den grauen Haaren? Yes. Das habe ich ja gefragt. Yes. Er hat nein gesagt. Ja, aber Odemann wird bestimmt lügen. Odemann ist derselbe Skin wie ich. Nee, der hat sich gerade gewechselt. Der war vorhin. Ich bin ein Berus. Yeah. Also, ich sage euch ehrlich, ich war gerade vorhin sehr nah an André und habe ihm sogar gegrüßt und er ist einfach an mir vorbeigelaufen. Es war Capo. Er hat dich gegrüßt. André, wer hat dich gegrüßt? Weiß nicht, auf jeden Fall war die Banane da, die habe ich gekillt. Moin. Mhm. Moin, moin. Moin, Jungs. Moin, moin. Ja, Odemann ist moin, dieser lilane Bär. Glaubst du? Moin, moin, Jungs. Moin, moin. Also der Goldfisch denke ich nicht, der ist zu penetrant. Also ich sag euch ehrlich, fragt doch wieder mit diese Mädchen. Ja, aber du kannst doch wechseln permanent. Ja, jetzt nicht mehr. Odemann. Ja. Was ist die Mainfarbe deines Skins? Tötet André! Wer die Waffe hat, tötet André schnell und holt mich hoch! Schnell! Tötet André! Tötet André! Tötet André ist Virus! Naja, wir tötet die Falschen, die Opfer! Er schießt auf den Fisch einfach! Yo! Alle der Waffe oder was? Ja. Oh mein Gott, Digga! Ey, es ist... Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so... Okay, Jungs. Digga, du läufst... Es ist... So? Ja? Was? Du läufst an mir vorbei und sagst, moin Jungs. Richtiger Gurkensohn, Digga. Digga,
sehr krass. Wisst ihr was? Wir hauen jetzt noch echt noch eine Wir machen noch ein Penis-Video, Digga. Wir hauen jetzt noch eine Folge dran, wo ich die beiden suchen muss, Freunde. Let's go. Digga, wer ist dieser... Okay, Freunde. Und zwar habe ich ja die Map gebaut, deswegen weiß ich ganz genau, wo die Leute spawnen, Freunde. Und das campen wir jetzt erstmal ab und gucken zu, wer ist. Und ob die Jungs jetzt auch schon rauskommen, weil die müssen jetzt nicht noch einen Skin ändern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht André ist. Das ist nicht... Nee. Obwohl, das könnte André sein. André hat den Skin bekommen. Ja? Interessant, interessant. Okay, der ist safe nicht André. Kalle müssen wir auch suchen. Das ist Kalle, oder? Nee, das ist nicht Kalle. Digga, wer ist Kalle? Oh, haben die sich jetzt abgesprochen, haben den gleichen Skin? Ich glaube, das ist André. Boah. Ich weiß nicht mehr, wer du bist, Odoman. Ich bin Mystique. Ich bin Mystique. Oh no. Mystique. Das ist André. Das ist Safe Call André. Er hat sich schon erst wieder reingegangen. André, komm raus! wo ist er? Wer bin ich jetzt? Ich hab dich gesehen, Du kannst wer nicht so bin ich jetzt? Okay. Jungs, ich habe eine Frage an euch. Yes. Und zwar, seid ihr männlicher Natur? Yes. Nope. Nope. Also ein Ja und ein Nein, also kannst du trotzdem nur alle verdächtigen. André, bist du jetzt männlicher Natur? Das war nicht André. Der ist gerade da in die Zone rein. Okay. Kalle. Yes. Bist du ein Mensch? Boah, schwierig zu sagen. Weil viele auch mal verkleidet sind, weißt du? Junge, chill! Diese Daddy, Banane, chill! Digga, auch nicht. Viele verkleidet sind. Thanos. Warte mal. Hat André Thanos? Kalle hat den safe nicht, aber André... Oha, danke. André hat Thanos, glaube ich. Thanos! André! Bist du männlicher Natur? André, bist du ein Alien? Bist du ein Alien? Bist du ein Alien? Hallo? Alien! Stell die Box! Stich jetzt alle ab in der Box. Vor allem, Odoman, ja? Was denkst du, wie lange ich Fortnite spiele, wenn du sagst, ich kann Thanos nicht haben? Er ist wieder am Leben. Ich muss mal hier dezimieren. Er hat die ganze Zeit den gleichen Backbling. Und ich denke, das ist André. Was willst du hier holen, Digga? André? Ja? Stehst du gerade, kann es sein, neben mir? Kann sein, ja? Nee, ist ja Nigel. Junge, es ist ja übel schön. Okay, wer hat auf mich geschossen? Ehrenlos. Oha. Was? Ich sehe dich durch die Wand. Okay, das ist nicht André. Ja, das war klar, dass es nicht André ist. Okay, noch eine Frage, Jungs. Yes. Seid ihr gut drauf? Ja, ganz gut eigentlich. Und du? Ja. Oh mein Gott, das ist Kalle. Komm her. Bleib stehen. Ich kann ja nicht mehr reden, das ist wirklich. Ja, das ist Kalle. Doch. Nein, du redest nicht. Wo hast du geredet? Ich rede die ganze Zeit. Blau, willst du zu mir kommen? Sofort. Sofort. Würde es nicht tun, weil ich komm doch selber. Erst umziehen. Ich schieße jetzt alle tot, die in der Umkleide sind. Die jetzt rauskommen. Du doch. Wenn Blaumütze nicht kommt, ich schieße alle tot. Ich zieh. Digga, wie er einfach wirklich Massenaussterben macht, einfach. Schade von ihm. Capitano, ekelhafter. Junge, ey, ich check gar nichts. Ey, warte mal. Das ist da oben. Ist er. André, hast du einen kostenlosen. Oh no. Oh, du Mann ist am Verzweifeln. Einen kostenlosen Skin, hä? Hast du einen kostenlosen Skin, du Penner, Digga? Ich wusste es, okay. André, du hilfst mir jetzt. Das ist Blaumütze. Alle Blaumützen müssen sterben. Okay, ich sag dir, wer Kalle ist, okay? Gib mir einen Tipp. Oh mein Gott, du wirst ihn niemals erraten. Blaumütze. Aua, oh du Mann. Das ist keine Blaumütze. Ich werde ihn niemals erraten? Nee. Okay, alle stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Alle. Alle bitte zum Weihnachtsbaum in der Mitte. Alle, direkt. Odoman sagt, alle zum Weihnachtsbaum in der Mitte. Kalle, du auch. Du musst. Okay, dann komme ich auch. Odoman sagt, Thanos. Komm, raus da. Du siehst mich nicht. Das wusste ich, dass es nicht Kalle ist. So. Okay. Der hat eine Waffe! Oh, man, richtig überfordert, Digga. Nein, das war auch nicht Kalle? Das war auch nicht Kalle? Die einfach alle erschienen! Kalle ist hier! Ah, Kalle ist da!
Oh mein Gott, hätte ich jetzt niemals gedacht. Ach, Digga, Kalle nimmt auch die hässlichsten Skins der Welt, wirklich. Digga, wer kauft sich den Skin? Wirklich, Kalle. Ach, Digga, ich hab trotzdem gewonnen. Eine Minute war übrig. Pech. Lass mich in Frieden, Digga. Ich hab gewonnen. Das heißt, Ben ist Level gewonnen, Freunde. Das heißt, ich hab alles gewonnen. Spaß. Nein, Freunde, ich muss jetzt 3 Trillionen Dollar an André und Kalle zahlen. Das kann ich ja leider nicht, deswegen müsst ihr jetzt ein Abo dalassen. Und Freunde, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Zieht sich auch nochmal PK. Und falls ihr die Map spielen wollt, unten ist der Link. Checkt die Jungs und Peace.